Guten Morgen, liebe Leute. Das ist Montagmorgen. Wir sind wieder auf Kurs. Ich schaue jetzt noch, wie ich den. Oh, ist das schlimm. Die Aufnahme ist echt beschissen geworden, sehe ich gerade. Qualitativ ist es ja eine Katastrophe. Warum das eigentlich? Mal gucken, irgendwas stimmt mit der Einstellung nicht, mit der Bildrate oder irgendwas ist schlecht hier. Videos. Das Video ist irgendwie total mies geworden. Die Qualität ist total mies. Die ist mies. Was ist denn mit los? Flatterrate hier. Warum ist denn das total gut? Die Aufnahme total gut. Ja, richtig schön klar und so. Guck mal, wie das Achso, alles hattest aussieht. du was auf der Linse? Oh Gott, nee, guck mal hier. Wie verpixelt hier. Ja, dein T-Shirt, guck mal. Oh, ist das ärgerlich. Gut, okay, klar. Es scheint ja so, als wäre es die Kamera. Ja, dann geht's weiter. Wir starten in eine neue Woche. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und herzlich willkommen bei Tommys Vlogs. Kommt die Kleine in die Kita und dann ist gut. Ja, Una ist in der, Una, sag ich schon. Die Skali ist in der Kita und das war's. Wir sind zurück. Jetzt check ich nochmal die Lage. Wie ihr das aufgenommen habt mit der schlechten Qualität, keine Ahnung, warum die Quali so schlecht ist. Ich weiß es nicht. Hoffentlich, ich denke nicht, dass es die Kamera ist. Jetzt zeigen wir mal. Ich denke, das ist das Schneideprogramm, aber ich habe auch kein anderes Schneideprogramm. Müssen wir mit leben. Ich würde mal sagen, jetzt noch kurz Frühstück, halbe Stunde halt noch und dann ab in den Laden. Flasche hier innerlich lassen. Kaputt dann natürlich. Wir machen auf und legen los. Erstmal die Fische am Morgen. Nämlich Hundekacke wegmachen. Der Draht von Lumen, von Lumen. Lumen ist ja nicht die Kleine. Skadi ist die Kleine. Und die ganz Kleine ist vorbei, die Zeit. Deswegen kommt man durcheinander. Von Skali, das Draht brauchen wir. Das ist nämlich ein Bremsbelag locker. Den Rest checken wir mal kurz. Läuft, läuft. Weil hier eben Bremsbelag hat, wofür hier. Okay. Volle Batterie. Aber wir müssen es halt festschrauben. Okay, das war's. Fertig. Jetzt kann es wieder gefahren werden. Ja, ist langweilig heute. Einer war da. Ein Mensch war da. Und was wollte er? Er wollte mir was verkaufen. Er wollte mir ein Rad verkaufen. Ein Rad, was komplett Schrott ist und sich für ihn nicht mehr lohnt aufzubauen. Und jetzt soll sich für mich als Händler soll sich das lohnen, das aufzubauen und dann noch für teurer zu verkaufen? Ne, tut das nicht. Ne, ne, ne. Tut mir den Gefallen, behaltet eure Räder. Ich kann die nicht hier brauchen, soweit. Geht nicht. Könnt ihr mir schenken, dann schlachte ich's und der Rest kommt auf den Schrott. Aber verkaufen? Ne. Das muss man ja auch mal so knallhart sagen, weil die Leute denken ja alle, man verdient Millionen an so einem Fahrrad. Aber wenn ihr in ankommt mit einem Fahrrad, das defekt ist und will dafür nur 30, 40, 50, 60, 70, 80 Euro haben, das sind so die Spanne, in der er so verkauft wird. Ab 30 bis 100 eigentlich, ja, aber bis 80 Euro, wenn es so Stino-Räder sind, so stinknormale Räder. Und man muss sie reparieren und dann kommt noch irgendwie 100 Euro an Reparaturkosten dazu oder so. Was soll ich denn so ein einfaches Rad verkaufen, so ein Triumph, was neu nur 250 kostet? Was soll ich das gebraucht im abgewrackten Zustand vom Rahmen her, soll ich das für
180 verkaufen, das kauft mir keiner ab. Sagen sich alle, da lege ich 70 Euro drauf, habt ihr Dinge neu. Weißt du? Und das ist das Problem. Die Räder sind so billig heutzutage, dass sich das nicht lohnt, bei gewissen Rädern die anzukaufen. Lohnt sich einfach nicht. Überhaupt nicht. Lohnt sich nicht zu retten, weil die Leute es gebraucht mir nicht im guten Zustand dann wieder abkaufen können. Optisch schlecht, aber technisch guten Zustand. Das ist eben das Problem, weil die wollen ja natürlich, dass die Optik hoch stimmt. Das ist ärgerlich. Also, zum Thema Triumphrad zeige ich euch jetzt gleich. Habe ich nämlich eins da. Und man muss sagen, leider hat der Achim angefangen, das aufzubauen, weil ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nicht aufgebaut. Ich hätte es einfach so weg als Defekt weggedrückt oder eben geschlachtet und das war's. Er hat es angefangen aufzubauen, hat Geld investiert, Zeit, hat alle Züge neu gemacht. Was natürlich total absurd ist, weil die Zugreparatur, ja, pro Zug 18 Euro, überleg mal, es sind 72 Euro an Zügen. Das Ding ist tot repariert schon. Wenn man so die billigen Züge da gehabt hätten, hier so. Aber ein Jaguar-Zugset hier auf alle Züge zu ballern, das ist natürlich völlig unwirtschaftlich. Völlig. Auch Licht läuft. Ich meine, es ist am Ende, ist das Rad ja vielleicht okay, ja. Aber der Antrieb ist zum was von tot. Das Ding ist hin. Das ist Asche, das Teil. Ich kann jetzt leider nur Folgendes machen. Wie es aussieht, kann ich das nur auseinanderruppen und weg. Neue Bremsbeläge hat er auch noch doof gemacht. Das ist so ein Schwachsinn. Das Ding ist echt tot. Das Rad ist tot. Der Antrieb ist durch. Ja, hier. Da. Weg so die Kette. So, das ist vorbei. Da ist nicht mehr. Also man könnte jetzt natürlich noch, kann man jetzt auch, man kann jetzt noch mal Kette tauschen. Ja, und Ritzel hinten tauschen. Und dann ist das Ding wie neu. Und dann drückt man es weg. Aber so ist es nicht. Und da hilft doch nicht Ölen der Kette oder so. Was Achim hier probiert, der hat richtig eingeölt, hat gedacht, das läuft dann wieder Sahne oder so. Nein. Das muss ich ihm noch erklären. Habe ich ihm auch schon, hab's ihm schon erklärt, aber das muss ich ihm noch mal erklären, weil es ist noch nicht drin. Wenn man sich so ein Rad anguckt, dann muss man halt wirklich entscheiden, ist das Rad es noch wert? Man schaut sich zuerst den Antrieb an, ist der Antrieb durch, das sind irgendwie für einen Kunden 150 Euro, knapp so eine Reparatur mit vernünftigen Teilen und so, hat sich das schon erledigt, wenn da auf dem Rad Triumph steht. Ist es nur ein Bremszug oder so, dann kann man das ja machen, Bremszug und Bremsbelag und so, das muss man alles gegenrechnen, kann man das machen. Steht auf dem Rad natürlich eine ganz andere Marke, ist das auch eine andere Nummer, aber so ist es hier bei dem leider erstmal nichts. Also Antrieb muss definitiv gemacht werden. Jetzt hat er auch schon so viel gemacht an dem Rad, also er hat Bremsbeläge investiert, ja, die kosten ja auch hier, was weiß ich, mit Montage, wenn du das dem Kunden berechnest, so muss ich das ja auch mal kosten die auch, dann bist du bei, insgesamt hat er hier ca. 100 Euro reingesteckt, ohne seine Arbeitskraft zu rechnen, schon, und das Rad hat im Ankauf, beziehungsweise vielleicht im Tausch, also sprich in Zahlungnahme und so, ein Fuffi, ja, wurde berechnet dafür, und das bist du schon bei 150, Nicht an dem Rad verdient am Ende. Kriegst du ja nicht dafür. Ihr schlachtet kriegst du mehr, definitiv. Das Hinterrad kannst du gut verkaufen, das Vorderrad kannst du gut verkaufen, die Leuchten, die Lampen kannst du gut verkaufen. Insgesamt bringt das Rad nicht viel. Nur Arbeit. Also Kette habe ich jetzt ab, die muss noch gemacht werden.
Hinterrad raus. Mal nachziehen, wir kennen ja Achim und seine Schwäche mit der Schwäche. Gut. Ist eh noch nicht vernünftig dran hier. Gott sei Dank ist ein Schraubkranz, der ist günstig tatsächlich. Da haben wir echt Glück gehabt jetzt. 5, 6, 7. Siebenfach Schraubkranz hängst du ja da. Jetzt noch eine Kette rauf und dann schwupps haben wir wieder ein günstiges Rad zu verkaufen mit voller Schaltung und allem drum und dran. Jetzt noch eine Kette drauf und fertig sind wir. Das Ding ist voll Heck. Das Ding ist durch. Das Schaltwerk ist hin. Auch noch. Nächste Ding, Schaltwerk. Und so ist es, es nimmt kein Ende. Man schraubt und schraubt und schraubt, es nimmt kein Ende. Schaltwerk ist durch. Also raus damit. Könnt ihr wieder alles schlachten. Lauter Ärger. Ist ja. Jetzt sieht man noch, dass das durch ist, das Ding. Dass das alles hin ist, das sieht man noch. Gott sei Dank habe ich noch mal so einen Schlunz da. Ein bisschen stabiler hier und wenigstens mit Aufdruck. Nee, das andere war ja gruppenlos, glaube ich so, ja. Wenn man alle da hat, ist das ja auch halt kein Thema, oder? Läuft.
Preisschild brauche ich. Und dann hoffe ich, dass ich das heute verkaufe. So einfach sieht's aus. Tatsächlich, hat sie mir einen Gutschein gegeben. Ja, bring dir mal einfach einen Gutschein vorbei für irgendwas. Für dich habe ich den rausgearbeitet. Hast du einen Gutschein? Ach, lila Läppchen. Ja. Ich habe gesagt, naja, was, du arbeitest hier vorne im Kinderladen, dann mach mal einen Gutschein für meine Frau. Sie kommt da sowieso auch dazu, mal gucken bei euch. So süß, ja. So ist doch viel besser. Diese rosa Jacke von Ona, diese. So ist es viel besser, als wenn du mir jetzt hier, was weiß ich, 20 Euro gibst oder was, dann mach mal einen Gutschein raus und auch. Das hat sich natürlich gefreut, wa? Und so. Ist repariert erstmal, ist repariert, er kann es abholen kommen. Genau. Willst du ihm das nicht sagen? Kannst du ihm nur sagen. Fahrrad ist fertig, kannst du abholen kommen. Was machen wir jetzt? Industriesauger raus und. Ja, Langeweile gibt es ja hier eigentlich nicht im Laden. Weil ich meine, guckt euch die Kammer an, wieder schon wieder, die Kammer des Schreckens. Womit wir im Jahr immer ein, zwei Mal hier aufräumen. Aber es wird immer wieder nur Rinne geschmissen und dann sieht es so aus. Und kommt einem so entgegengefallen schon so. So ist normal und dann. War voll erschlagen. Auch die Pappkartons hier, ey. Ja, bitte? Mein Reifen ist geplatzt. Jetzt wollte ich mal nachgucken lassen. Also, der Schlauch hat geknallt. Ganz wichtig, wenn der Schlauch knallt, stimmt was nicht. Und die Bremse, hier eine Seite zieht nur. Seht ihr das? Die Seite arbeitet, da passiert gar nichts. Jetzt schauen wir uns hinterher an. Erstmal bauen wir aus. Und wechseln den Schlauch plus Reifen. Wie gesagt, wenn es knallt, beides tauschen. Dann stimmt was nicht. Oder einfach falsch montiert natürlich. Das kann natürlich auch sein, aber hier ist der Reifen. Unabhängig davon ist der Reifen auch total abgefahren. Würde ich jetzt ungern nochmal aufbauen. Und dann kommt es nächste Woche wieder und hat wieder Platten. Runter, wir kontrollieren das Felgenband, auf Beschädigungen, kontrollieren den Felgenring, auf extreme Beulen, Dellen da drin, kann nämlich auch dafür sorgen, dass hier der Lagerleiter völlig raus. Das müsste mal gemacht werden. Kann natürlich auch dazu führen, dass das runterrutscht oder so, wenn hier eine Beule irgendwo drin ist, irgendwo eine harte Bordsteinkante genommen wurde. Speichen, ob die Speichen locker sind. Irgendeine Speiche gerissen. Dann nehmen wir den neuen Reifen schon, ziehen ihn auf. Zack, zack. Jetzt fix Butter. Da. Nehmen den neuen Schlauch. Ziehen den auf. Schaut doch mal in Echtzeit zu. Die Befürchtung, sonst wird aus dem Block von heute nichts. So, Reifen ist wieder verschlossen.
Ventil schrauben wir ein. Die Beschriftung habe ich jetzt am Ventil gemacht, ja, damit man besser oder schneller ein Ventil findet, wenn man mal aufpumpen muss, was unterwegs ist, wenn man da über die Schrift ist. Idealfall, da achte ich selten, also da achte ich normalerweise schon drauf, aber ich schaffe es selten wirklich das umzusetzen. Ja, ich finde es immer schön, wenn die Schrift am Ventil sitzt, weil eben auch so ein Hinweis ist, oder wo ist das Ventil, man muss nicht suchen, da bei der Schrift. Laufrichtung beachten, hier ist vorne. Also kommt das so wieder rein. Und dann sind wir schon mit dem Reifenwechsel fertig. Und dann schauen wir uns nur noch mal die Bremse an. Damit los ist. Pumpen natürlich vorher auf. Ziehen die Achsmutter fest. Schleift. Jetzt aber auf der anderen Seite. Ja, was? Na, das war einfach nur schief drin, der Reifen. Ne? Schaut mal, jetzt arbeiten beide Seiten. Aufpumpen und fertig. Wie viel mache ich? 4,5 mache ich. Warum mache ich 4,5? Damit der Pannenschutz hilft und greift. Ganz genau. Merksatz. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, jetzt lässt er wieder nach hier. Also optimal ist es nicht. Bisschen die Spannung an der Schraube erhöht, auf der Seite, wo er zu lasch zieht, und ein bisschen Kriechöl hier rein auf die Feder, und das war's. Fertig! Könnte der nächste kommen, wer Lust hat. Ich habe wieder mal draußen ein bisschen aufgeräumt, da lag noch ein bisschen Kram rum. In den Blumenbeeten, in den Baumscheiben sozusagen, habe ich die Vase hier gefunden. Die war voll mit irgendeinem Schrott. Halt weg ist natürlich IKEA, ist made in Vietnam, Globalisierung willkommen. Scheint alles eben so billig zu sein, dass man es dann eben einfach rausstellt und wegschmeißt. Das ist eben das Problem. Wäre die Vase von Rosenthal oder so gewesen, hätte man sich das dreimal überlegt, ob man die einfach so rausstellt. So, halt nicht. Kommt da einfach weg in Müll. Das ist ja nur Deko-Bag, kostet nur 9 Euro neu. So richtig scheiße.
Keramik auf Keramik. Haltet dann davon. Dann gieße ich die aus mit Zement und setze das Ding oben drin. Eigenkreation von Tommy. Wasser haben wir. Erde haben wir. Jetzt verfülle ich das hier mit dem Kies, mit dem Streugut von hinten. Perfekt. Aufgefüllt habe ich's. Ja, hat einen Vorteil. Jetzt kommt das Ding hier rein. Ja. Perfekt. Das zu viel gegossene Wasser fließt durch, kann dann bis unten durchsickern und irgendwann kann man das auch mal aufkippen, auskippen und eine neue Füllung aufmachen oder trocknen lassen. Hat auch immer. Schimmelt nicht, gammelt nicht die Erde, kann atmen. Schluck Erde. Jetzt brauchen wir nur noch ein Blümchen. Na gut, dann holen wir mal ein Schlachtrad erstmal rein und schlachten mal. Der gute Rad hier. Mit Scheibenbremse und so ein Schnick und Schnack. Die Gabel möchte die gute Frau behalten. Das habe ich ja in Zahlung genommen hier. Habe ich das in Zahlung genommen? Ich habe es einfach abgekauft. Ne? Ich glaube für 80 Euro oder sowas. Irgendwie so. Viel war es nicht, oder war es 50 Euro? Viel war es nicht, ich glaube, ein Fuffi war. Sagen wir mal, 50 Euro habe ich das in Zahlung genommen. Eigentlich nur, weil der Rahmen ist ganz geil. Ja, aus dem Rahmen kann man was machen. Der Rest vom Rad ist total verschlissen, ey. Also, das ist auch den Rahmen. Ich werde das Rad jetzt schlachten und blank mir hinstellen. Und die Gabel möchte sie ja, wie gesagt, behalten hier. Die Gabel ist extra lackiert worden für die gute Frau. Das ganze Rad ist mal angefertigt worden. Wahrscheinlich von einem Verehrer oder so. Bisschen viel Arbeit. Ja. Deswegen, also wir schlachten jetzt. Ihr seid jetzt dabei, wie ich das Rad hier schlachte. Da schaut er einfach mal mit zu. Mal sehen, wie schnell das geht, hä? Von wo aus schaut ihr denn zu? Macht er mal von da oben, hä? Mal eine ganz andere Perspektive. Gut. Jetzt wird wieder ein Rad, was dann am Ende richtig schön aufgebaut wird. Und dann viel zu viel kostet, sodass ich es nicht mehr verkaufen kann. Tommy, Tommy, Tommy. So long, so long. Wollen wir mal. Na, ist natürlich schade, hier hat sie dieses Sicherungsset, diesen Schlüssel, den wird sie haben. Den habe ich jetzt natürlich nicht. Also muss ich mit der kleinen Zange ran, ja. Jetzt nicht so dramatisch. Okay. Also geht los. Die Teile habe ich alle wieder hier in den Karton.
Mann, ey, warum quäl ich mich denn so? Ach und gut. Das sind halt Dinge, die immer neu gemacht werden. Ne? Deswegen baut man das alles ab hier. Hat jahrelang seine Dienste getan, das gute Stück. Irgendwann ist halt auch wieder, ist halt auch vorbei. Halt. Fehlgriff. Das Abfall. Den Lenker hebe ich auf. Die Schaltbremskombination nicht, weil wie gesagt, da sind beide Fensterchen gebrochen hier. Die hier anzeigen, welchen Gang drin ist, und die kosten neu auch nicht so viel und das will keiner haben. Gebraucht und defekt will das keiner. Haben wir. So, dann drehen wir das Ganze mal um und sehen gleich, warum die Gabeln so scheiße sind. Da ist so viel Wasser. Das ist keine gute Gabel, das ist eine ganz einfache Nummer. Hallo.
Ja, ey. Na gut, mal kurz eine Abholung zwischendurch. Den Lagersitz haben wir. Das Lager haben wir. Die Spacer haben wir. Das Lager ist ganz cool. Ken Creek Lager kostet wahrscheinlich so um die 40 Euro. Neu. So schlecht waren die nicht. Der Vorbau kommt weg, aber den Na nö, wo ist denn jetzt der Schlüssel? Ich hasse verstellbare Vorbauten, deswegen kommt der weg. Der kommt halt in so einer Box. Kann man noch schreiben, jedes Teil 3 Euro. Weil stabil ist er ja. Ist jetzt einer von den wenigen Vorbauten, die verstellbar sind, die stabil sind. Habe ich mich jetzt echt hier voll angeschmiert wahrscheinlich gerade. Nur um euch so einen Kack-Vorbau zu zeigen. Ist mein Hemd mehr wert als alles andere hier, wenn es schon so alt und verranzt ist. Der Lenker. Schaltwerk ab. Dann haben wir wieder ein Schaltwerk, auch wieder ein Opferschaltwerk. Wisst ihr ja Bescheid, brauchen wir mal wieder. Auch 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro für. Das Altos-Schalter kostet bestimmt 20 Euro, 25 neu. Umwerfer. Bremsen sind blöd. Zumindest hier Belag und Co. Ne? Der Mensch, das wart schon fast. Sattel. Ja, er sattelt selbst. Könnte noch ab. Auch hier wieder so ein Sonder. Ja,
Sicherungsgedöns. Ja. Dreht sich aber, das ist das Wichtigste, wenn sich jetzt der Sattel nicht gedreht hätte, das wäre doof gewesen. Hallo, bin gleich da. Ausgeblichen da oben. Jo, na, was soll ich sagen? Ich bin durch eigentlich. Tritt Lager selbst, muss nicht raus. Tritt Kugel. Müsste jetzt ohne raus unbedingt. Aber die Tretkurbel mache ich halt noch ab, schnell. Na, der ist durch, der Sattel, der kommt in den Müll. Sattelmüllstütze bleibt. Einmal, zweimal, haben wir